Ah, Marius. Endlich finde ich euch. Tyrael, ja. Ja, nun erkenne ich euch. Ich hätte wissen müssen, dass ihr verkleidet reist. Sie sehen alles. Ich suche schon lange Zeit nach euch, Marius. Ich dachte schon, ihr wollt nicht gefunden werden. Oh, bitte vergebt mir, Tyrael, bitte. Es war nicht meine Schuld. Nicht eure Schuld? Sagt mir, Marius, inwiefern war es nicht eure Schuld? Der Wanderer. Ja, es war... war der Wanderer. Meine Zeit in der Zitadelle schien so lange hier zu sein. Ich suchte Schutz vor meinen Erinnerungen bei anderen Ausgestoßenen in den Bergen jenseits des Osttors. Wollt ihr was hier? Oh, ich habe tagelang gegen den Schlaf gekämpft. Denn wenn ich träumte, kehrten die Erinnerungen zurück. Erinnerungen an das Kloster und das Böse, dem es anheimgefallen war. Träume, Erinnerungen, ich konnte sie nicht mehr unterscheiden. War mir der Böse aus meinen Träumen gefolgt? Wie hatte er mich hier gefunden? Wie konnte diese gebrechliche Gestalt, kaum fähig, ihr eigenes Schwert zu halten, der sengende Schrecken sein, der mich in dieses Versteck einst trieb? Erschien, von eigenen Dämonen gejagt, sie mühsam unter Kontrolle zu halten. Und er verlor den Kampf. Als ich es sah, war ich überzeugt, wahrhaftig den Verstand zu verlieren. Der Schreck, die Zerstörung, das Böse, das ich sah. Wie sonst könnte ich das erklären? Entstammte diese Dämonen meinen Träumen? Oder waren sie in dem Wanderer geboren worden?
Warum war ich ihm gefolgt? Ich weiß es nicht. Warum geschehen Dinge so, wie sie im Traum geschehen? Ich weiß nur, als er lockte, musste ich ihm folgen. Von dieser Stunde an reisten wir gemeinsam. Nach Osten. Stets nach Osten.